Wem bislang nicht bewusst war, wie schwierig es in der katholischen Kirche oder sagen wir auch in der katholischen Kirche ist, eine Entscheidung zu fällen, der weiß es spätestens seit dem vergangenen Samstag, als die zwei Wochen lang im Vatikan tagende außerordentliche Bischofssynode ihren Schlussbericht vorlegt. Was ist passiert? Nach Jahrzehnten des Stillstandes und der Vermeidung von Entscheidungen will ein Papst einen Prozess des Nachdenkens und der Diskussion über in Kirche und Gesellschaft längst praktizierte, aber lehramtlich als Sünde deklarierte Formen menschlichen Zusammenlebens in Gang bringen. Das ist mutig, denn wer in einen Prozess eintritt, muss am Ende eine Entscheidung treffen. Der Papst wählte ein langwieriges, weghaftes, mehrstufiges Verfahren. Eine Umfrage im Kirchenvolk wurde erhoben. Ein deutscher emeritierter Kurienkardinal hielt ein Referat im Konsistorium. Es findet eine erste außerordentliche Bischofssynode statt, der ein Jahr später eine ordentliche folgen soll. Der Papst fordert die Synodenväter, vielleicht ein bisschen realitätsfern, zu einer angstfreien Debatte auf. Tatsächlich gibt es zum ersten Mal auf einer vatikanischen Bischofssynode den Austausch von Argumenten in direkter Erwiderung aufeinander. Der Papst selbst ist anwesend, aber schweigt. Nach einer Woche der Diskussion wird ein Zwischenbericht vorgelesen, bei dem man seinen Ohren nicht traut. Die Gegner der Erneuerung formieren sich, versuchen sogar den emeritierten Papst einzuschalten. Im Schlussdokument vom Samstag ist beinahe alles, was am Montag noch nach Neuausrichtung klang, verschwunden. Ja, dramatischer noch, bei der Abstimmung über die Artikel über die wiederverheirateten Geschiedenen oder über die homosexuellen Lebensgemeinschaften, in denen eigentlich nur noch das festgehalten wird, was ohnehin schon lehramtlich gilt, verweigert jetzt mehr als ein Drittel die Zustimmung. Also alles ein großes Rollback oder nur ein Zwischenschritt in einem Verfahren, dessen Ausgang noch völlig offen ist, für den aber Ergebnis und Ereignis dieser Synode und die jetzt geäußerten Deutungen und Reaktionen darauf ganz entscheidend sind. Solche in der Kirchengeschichte angewandten Verfahren der Entscheidungsfindung sind heute mein Thema. Und ich will gleich sagen, stellen Sie sich auf 50 Minuten ein, lehnen Sie sich zurück. Der Weg nach Innsbruck soll sich schließlich gelohnt haben durch dieses schlechte Wetter. Nicht um individuelle Entscheidungen soll es gehen. Das wäre im Blick auf die jesuitische Prägung dieser theologischen Fakultät durchaus naheliegend, weil es in der Geschichte der Neuzeit vermutlich keine ausgefeiltere und qualitativ so hochstehende Anleitung zum Fällen kriteriengeleiteter individueller Entscheidung gibt als das ignatianische Exerzitienbuch. Aber ich habe mich nun einmal in meinem wissenschaftlichen Leben besonders für Ereignisse interessiert, in denen eine ganze Gruppe von Menschen zusammenkommt, um sich dem schweren Geschäft der Entscheidungsfindung zu stellen. In meiner Dissertation ging es um eine Sachentscheidung auf Konzilien und bei der Habilitation um eine Personalentscheidung, keine ganz unwichtige, eben die einer Papstwahl. Solch kollektives Entscheiden ist Interaktion, ist kommunikatives, soziales Handeln. Wie strukturiert eine Gruppe von Menschen ihren gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess? Mit welchen Mitteln wird der Vorgang geformt? Mittels welcher Rollen werden die einzelnen Akteure in den Vorgang verstrickt? Ab welchem Punkt im Verfahrensverlauf ist eine kollektive Entscheidung verbindlich? Auf welche Weise wird im Verfahren intersubjektiv Legitimität hergestellt? Inwiefern erhebt eine Entscheidung Anspruch auf Wahrheit? Und wenn ja, wie wird diesem Anspruch zu genügen versucht? Warum, unter welchen Umständen fühlen sich Menschen überhaupt an eine Entscheidung, an deren Zustandekommen sie partizipiert haben oder auch nicht, gebunden? Warum tragen Menschen gemeinschaftlich gefällte Entscheidungen mit
und vertreten sie auch nach außen, denen sie bis zum Schluss inhaltlich in der Sache gar nicht zustimmen konnten. All diese Phänomene sind uns allen nur zu sehr vertraut aus der Gremienarbeit, aber sie sind doch bei genauerer Betrachtung in höchstem Maße erstaunlich und erklärungsbedürftig. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich mich mit diesem Thema auf ein Schlachtfeld begebe, weil die Entscheidungsthematik eigentlich in sämtlichen anderen theologischen Disziplinen eine Rolle spielt, rechne ich auch mit Beschuss aus allen Richtungen. Ich maße mir bestimmt nicht an, dieses Thema abschließend und umfassend behandeln zu können, sondern verstehe eben diesen Vortrag, diese Vorlesung im besten Sinne als eine Einladung zur Kooperation, sich einem Thema mit hoher Gegenwartsrelevanz nicht nur für die Felder von Theologie und Kirche interdisziplinär anzunehmen. Die einschlägigen Entscheidungstheorien sind bislang nicht von der Theologie, sondern in erster Linie von sozialwissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere der Ökonomie, der Psychologie, der Soziologie, der Politikwissenschaft, aber auch auf der Grundlage mathematischer und philosophischer Erkenntnisse vorgelegt worden. Die Beschäftigung dieser Wissenschaften mit dem Entscheidungsthema hat immer schon einen stark normativ-präskriptiven Einschlag gehabt. Das heißt, es werden dort Modelle entwickelt und Strategien empfohlen, um das Ideal einer perfekt rationalen Entscheidung zu erreichen. Auch deskriptive Ansätze werden primär deshalb verfolgt, um Informationen für bessere, vernünftigere Entscheidungen zu liefern. Und in der Ratgeberliteratur finden sich dann diese Rezepte massenhaft popularisiert. Lange Zeit vorherrschendes Paradigma dieser Entscheidungslehren war die sogenannte Rational Choice Theorie, die allerdings in den letzten Jahren von einigen Sozialwissenschaftlern selbst gründlich relativiert worden ist. Denn individuelle und kollektive Akteure seien in ihrem Entscheidungshandeln aus vielerlei Gründen nicht in der Lage, jener abstrakten Logik zu entsprechen, die von den mathematischen und philosophischen und den sich daran anschließenden wirtschaftswissenschaftlichen Entscheidungstheorien konzipiert worden sind. Damit befinden sich die Menschen moderner Gesellschaften in einer geradezu paradoxen Situation. Einerseits leben wir heute, wie der Soziologe Uwe Schimank es genannt hat, in einer Entscheidungsgesellschaft, in der man sich so häufig wie noch nie zuvor unter einer Vielzahl möglicher Optionen entscheiden kann. Und andererseits sind aber das Risiko und die Zumutung des Entscheidens immer größer geworden. Die Komplexität der wirkenden Faktoren, die Unmöglichkeit der Folgenabschätzung, die Überforderung bei der Informationsverarbeitung, das alles hat rationales Entscheiden immer unwahrscheinlicher gemacht. In Reaktion darauf schrecken Organisationen genauso wie Individuen heute gerne vor dem risikovollen Sprung einer Entscheidung zurück und richten es sich durchaus mit guten Gründen im Nichtentscheiden ein. Im Durchwursteln, Aussitzen, Abwarten, auf Sicht fahren verlässt man sich auf eingespielte Routinen und das traditionelle Herkommen und macht es am liebsten so, wie man es immer schon gemacht hat. Nun, verehrte Damen und Herren, was kann die Geschichtswissenschaft und näherhin das Fach Kirchengeschichte in dieser gesellschaftlichen Situation einerseits und für die akademische Entscheidungstheorie andererseits für einen Beitrag leisten? Jedenfalls werden Historiker keine Idealformen, wie theoretisch entschieden werden sollte, konstruieren, sondern das faktische Entscheidungsverhalten von Menschen vergangener Zeiten erheben und diese gewandelten Praktiken des Entscheidens hinsichtlich vorfindbarer Muster, real wirkender Mechanismen und Vorstellungen und hinsichtlich der tatsächlich von historischen Akteuren verfolgten Ziele analysieren. Solche dichten Beschreibungen des Umgangs von Menschen vergangener Epochen mit der Qual der Wahl enthalten keine fertigen Rezepte zur Lösung heutiger Probleme. Aber die Beschäftigung, gerade mit uns heute fremd erscheinenden Arten Probleme anzugehen, kann manche Fixierung der Gegenwart bewusst machen und uns anregen, das, was wir heute für unbedingt gesetzt und für selbstverständlich halten, noch einmal kritisch
distanzieren, zu hinterfragen. Insbesondere die Kirchengeschichte ist voll mit entscheidungsformigem Handeln. In der Kirche haben sich verhältnismäßig früh Verfahren der Entscheidungsfindung herausgebildet, die einen außergewöhnlich hohen Grad an Formalisierung und Komplexität aufwiesen und daher auch oft vielfach schriftlich fixiert worden sind. Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass kirchliche Entscheidungen einen sehr hohen Anspruch erheben, nämlich Wahrheit und Richtigkeit in den letzten Dingen hervorzubringen, und sie werden vielfach getroffen unter der Vorstellung, irreversibel zu sein. Das ist eine unglaubliche Belastung für kirchliche Verfahren. Kirchliche Entscheidungsfindungsverfahren stehen eben deswegen unter einem extremen Legitimationsdruck und haben höchste Anforderungen an Regelgeleitetheit zu genügen. Auf Synoden und Konzilien ging es schließlich darum, Häresien ausfindig zu machen und aus der Vielfalt der Theologien eine Lehre zweifelsfrei als Orthodoxie zu definieren. Oder denken Sie an die vielen Personalentscheidungen, die die Kirche von Anbeginn fällen musste, in denen man bestimmte Menschen auf Lebenszeit, auch das ist auch eine besondere Situation, oft eben gerade bei kirchlichen Personalentscheidungen, auf Lebenszeit zu Leitern und spirituellen Führern einer Gemeinde und eines Klosters oder gar eben zum Stellvertreter Christi auf Erden zu kreieren hatte. Und schließlich bildet sie sich ab dem Hochmittelalter und noch mehr nach der Reformation im päpstlichen Rom eine Kurialbürokratie mit funktional ausdifferenzierten Ressorts heraus, die an Modernität sämtliche weltlichen Organisationen dieser Zeit in den Schatten stellte und in einer Vielzahl von Verwaltungsakten zu entscheiden hatte, welche Eheannullierungssublikt nun genehmigt, welches gedruckte Buch auf den Index gesetzt oder welcher Mensch zur Ehre der Altäre zu erheben ist. All diese kirchlichen Entscheidungsfindungsverfahren, so viel sei vorweggenommen, brachten ein breites Spektrum an Entscheidungsmodi hervor, die meist in klar geschiedenen Schritten hintereinander geschaltet waren und in denen sich mittels differenzierten Beteiligungsformen kollektiv quasi-parlamentarische, oligarchische und monarchische Verfahrensphasen abwechselten und sich gegenseitig ergänzten. Ab dem Frühmittelalter lassen sich vielfältige Austauschprozesse zwischen dem kirchlichen und säkularen Verfahrenspraxis beobachten, wobei die kirchliche Seite bis weit ins 17. Jahrhundert hinein eher die gebende Seite war und beispielsweise die deutsche Königswahl kräftig bei der Papstwahl abkupferte, oder die entstehenden frühneuzeitlichen Ministerialbürokratien sich oft etwas in Rom abschauten. Weiß nicht, die gegenwärtige Verfahrenspraxis der katholischen Kirche scheint in dieser Hinsicht nicht viel Kopierwürdiges mehr aufzuweisen. Für meine Beschäftigung mit dem Phänomen kirchlicher Entscheidungen stellt die soziologische Verfahrenstheorie von Niklas Luhmann eine, ich möchte sagen, produktive Provokation dar. Gegen die klassischen Verfahrenslehren, die den Zweck eines Verfahrens ausschließlich in der Findung von Wahrheit und Gerechtigkeit sahen, stellt Luhmann radikal in Frage, dass der Gewinn von Wahrheit überhaupt die tragende Funktion rechtlich geregelter Verfahren ist. Die Ergebnisse moderner Verfahren werden nach Luhmann nicht deswegen akzeptiert, weil hier richtige, an Wahrheit orientierte Entscheidungen getroffen werden, sondern weil diese Ergebnisse aus einem formalisierten Verfahren hervorgegangen sind. Der Prozess des Verfahrens selbst und nicht die am Ende gefundene Wahrheit ist nach Luhmann die Quelle der Legitimation und Akzeptanz von Entscheidungen. Ja, schon einmal ist mit bürokratischen modernen Apparaten wie etwa Finanzämtern und Universitäten zu tun gehabt hat, für den geht von Luhmanns Theorie einer Legitimation durch Verfahren eine ungemein große Plausibilität aus. In Verwaltungen wird deshalb etwas richtig und gut, weil es den vorgeschriebenen Instanzenweg durchlaufen hat. Für uns Theologen jedoch und mit uns vielleicht den Juristen ist die Vorstellung,
dass es in kirchlichen oder gerichtlichen Verfahren nicht um die Ermittlung von Wahrheit und Gerechtigkeit gehen soll, schwer zu akzeptieren. Uns erschaudert der Abgrund der Beliebigkeit, der sich auftut, wenn alle Kraft von verbindlichen Entscheidungen nur aus dem Prozess der Entscheidungsfindung selbst kommen soll. Aus diesem Abgrund sehen wir das Monster des Dezisionismus aufsteigen, demgemäß alles Mögliche nur aufgrund autoritativer Entscheidungen oder eben formaler Verfahren zum Dogma und Gesetz werden kann. Auctoritas, non veritas, Fazit legem, hat Thomas Hobbes eine solche Sicht auf den Punkt gebracht. Nun, der Kirchenhistoriker verfügt über keine methodischen Mittel, um zu beurteilen, ob das, was kirchlich entschieden wurde, tatsächlich wahr ist. Aber er rekonstruiert den Anspruch von historischen Akteuren und die angewandten Mittel, um diesen Anspruch zu genügen. Wer aber nun die faktische Gestalt kirchlicher Entscheidungsfindungsverfahren betrachtet, der wird die Wahrheitsfrage in der Tat nicht eliminieren können, denn der Wahrheitssuche kommt dort in den kirchlichen Verfahren eine enorme praktische Bedeutung zu. Trotzdem ist die Luhmannsche Verfahrenstheorie für das Verständnis kirchlicher Verfahren, finde ich, sehr hilfreich. Sie bringt mich zu meiner Ausgangsthese: Die Form kirchlicher Entscheidungsfindungsverfahren steht in einem inneren Zusammenhang mit dem Wahrheitsanspruch des wahren Verfahrensergebnisses. Und die Verfahrensform leistet selbst einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz von verfahrensgenerierten Entscheidungen. Ich gehe also mindestens von zwei Funktionen von Verfahren aus, nämlich sowohl die der Wahrheitsfindung als auch der Schaffung von Verbindlichkeit und Legitimität. Dass das Verfahren selbst und nicht nur die ermittelte Wahrheit ein Grund für die Annahme eines Verfahrensergebnisses ist, zeigt sich allein schon daran, dass Menschen Entscheidungen mittragen, denen sie inhaltlich nicht zustimmen können. Der Vorgang legt offensichtlich Grundlagen für die Akzeptanz des Ausgangs. Vorgang legt Grundlagen für die Akzeptanz des Ausgangs. Dabei weist die Form von Entscheidungsfindungsverfahren stets eine technische und eine symbolische Dimension auf. Das heißt, die Technik weist über sich hinaus, ist selbst symbolisch, weil sie bestimmte Werte vergegenwärtigt. Und noch mehr: Der Vorgang des Entscheidens verkörpert eine soziale Ordnung einer Gemeinschaft insgesamt und stellt diese Ordnung durch intersubjektives Handeln immer wieder aufs Neue her. Entscheidungspraktiken bilden also den Kern von Institutionen überhaupt. Man kann Institutionen im Endeffekt begreifen als interaktive Handlungspraktiken. Das ist kein Organigramm, das ist auch kein Gebäude, sondern eben diese Praktiken des Entscheidens oder Nichtentscheidens. Das sind Institutionen. Und deshalb kann man Entscheidungsfindungsverfahren als eine Kulturtechnik verstehen, die Aufschluss gibt über den Anspruch und die Verfassung einer Institution, eben im Allgemeinen und in unserem Fall der katholischen Kirche im Besonderen. Aber jetzt genug der Theorie. Ich will Ihnen im Folgenden vier unterschiedliche Verfahrenskulturen, Entscheidungskulturen, schlaglichartig, das kann nur sehr flashmäßig passieren, vorstellen. Von Beginn der Kirchengeschichte an gibt es kein eindeutigeres Indiz für das Vorliegen einer wahren Entscheidung als der kollektiv hergestellte Konsens. Die Gleichheit der subjektiven Überzeugungen wird als untrügliches Zeichen für den objektiven Wahrheitsgehalt angesehen. Seit den Abschiedsreden Jesu und den Paranesen des Paulus galt die Einheit unter den Jüngern und in der Gemeinde im Christentum als Werk des Heiligen Geistes und dementsprechend Uneinigkeit als Werk des Diabolos. In scissura mentium Deus non est, in der Spaltung der Geister ist Gott nicht, so hat Gregor der Große formuliert. Dass Konzilien und Synoden sich von Anfang an als Ereignisse der Darstellung und Herstellung von Konsens verstanden, dafür gibt es eine Unmenge von Belegen. Vincent von Laurent sah zu Beginn des 5. Jahrhunderts einen doppelten Konsens auf den Versammlungen entstehen, nämlich einen horizontal
synchronen, unter den anwesenden Konzilsvätern, und einen vertikal-diachronen der Übereinstimmung mit den Beschlüssen vorausgegangener Konzilien. Angestrebtes Ziel war die Herstellung von Unanimitas, von umfassender Einmütigkeit. Das ganze Kollektivsubjekt sollte in einer einzigen Stimme sprechen. Wie man praktisch vorging, um eben dieses Ideal jetzt zu erreichen, dafür gibt es in den altkirchlichen Konzilien leider nur sehr vereinzelte Hinweise. Man wird davon ausgehen können, dass die Dekrete häufig vor den eigentlichen Konzilssitzungen von einer kleinen Gruppe informell ausgehandelt und vorbereitet wurden und der Sinn des Konzils darin bestand, diese Beschlüsse in ritueller Form zu bekräftigen und den universalen Konsens mit ihnen anzuzeigen, darzustellen. Eine Vorstellung davon, wie dies in etwa ablaufen konnte, vermitteln die hochmittelalterlichen Laterankonzilien, über die die Quellen dann schon eher sprudeln. Auf ihnen wurde die vom Papst und seinen Beratern verfassten Kanonis Viva Voce feierlich vorgelesen. Der konziliare Konsens wurde daraufhin nicht in kontroversen Debatten ermittelt, sondern von vornherein vorausgesetzt und rituell mit einem allgemeinen Placet, Placet, Fiat, Fiat zum Ausdruck gebracht. Und wer schon einmal bei einem Parteitag war, dem ist so ein Konsensritual nun nicht ganz fremd. Selbst unsere modernen Parlamente, die oft Entscheidungen nur noch abnicken, die in Ausschüssen oder gar außerparlamentarischen Beraterkreisen generiert wurden, ähneln sich doch sehr stark diesen päpstlichen Haussynoden des Mittelalters. Auf den Laterankonzilien wurde immerhin mehrmals ein Vetorecht ausgeübt, wenn man sich entschloss, die Verkündigung der Kanones durch lautstarkes Murren oder Tumulte zu unterbinden. Dann rief der Papst natürlich zur Ordnung auf und hielt eine gepfefferte Standpauke. Wenn auch das aber nichts half, kam es doch durch dieses Murren immer wieder vor, dass die Kanones doch über Nacht geändert wurden. Eine Möglichkeit, umfassenden Konsens herzustellen, ist es also, dass kontroverse Debatten von vornherein vermieden werden. Ein anderes Mittel ist das Umfrageverfahren, bei dem die Meinung der Einzelnen ermittelt werden, aber ohne dass in einem zweiten Schritt eine formelle Abstimmung erfolgte, bei der die genauen Zahlenverhältnisse der Position erhoben würden. Die Entscheidung bildet sich gemäß der mehrheitlich geäußerten Meinung gleichsam wie von selbst heraus. Der einhellige Konsens kann zumindest als Fiktion implizit im Raum stehen und die Entscheidungsfähigkeit einer Organisation durchaus befördern. Ich würde einmal vermuten, dass die Mehrzahl der Entscheidungen, die wir in kirchlichen und universitären Gremien fällen, genau in diesem Modus gefällt werden. Auch wir stimmen heute nur im seltensten Fall ab. Und die Vorteile des Verfahrens liegen auf der Hand. Es ist eine geschmeidige, gesichtswahrende Form, bei der es keine eindeutigen Verlierer gibt. Uneinigkeit und Ambiguität werden nicht nur in der Vormoderne als patente Modi der Entscheidungsfindung wertgeschätzt. Kommen wir zur zweiten Beschlussform, die ich Ihnen vorstellen möchte, der spezifisch kirchlichen Variante der Mehrheitsentscheidung. Genauer betrachtet waren und sind bereits konsentische Entscheidungen vielfach verdeckte Mehrheitsentscheidungen. Eine Leading Group einigt sich mehrheitlich auf eine Position und erwartet den freiwilligen oder erzwungenen Beitritt des Restes oder eben die allgemeine Akklamation. Bereits das erste ökumenische Konzil von Nicea bestimmte im Jahre 325 in seinem Kanon 6, dass ein Bischof dann gewählt ist, wenn die Mehrheit der Stimmen der Bischöfe angrenzender Bistümer für ihn ist. Das Kirchenvolk, ein integraler Bestandteil des Verfahrens, hatte daraufhin per Akklamationen den allgemeinen Konsens darzustellen. Und dann ist die Wahl zustande gekommen. Das ist aber immerhin eben mehr, 100% mehr, als das, was ein Volk heute mit der Bischofsbestimmung tun darf. Offiziell war jedoch die Unanimitas,
als das Volk, die Unanimitas bis ins Hochmittelalter die einzige Beschlussform in der Kirche. Man musste immer sozusagen am Ende die Einhelligkeit haben. Erst als insbesondere bei den Papstwahlen der nicht explizit eingeholte oder erzwungene Konsens immer öfter im Nachhinein erodierte und zu Schismen führte, hat das Papstwahldekret von 1179 eingeräumt, dass ein Papst auch dann legitim gewählt ist, wenn eine qualifizierte Mehrheit von 2/3 der anwesenden Wähler konsentiert. Damit war das Ideal der einmütigen Entscheidung keineswegs abgeschafft, aber seine unbedingte Geltung wurde relativiert und die Handlungsfähigkeit auch in Situationen ohne Aussicht auf realen, umfassenden Konsens gesichert. Das neue Verfahren trug erstmals der Tatsache Rechnung, dass auch in kirchlichen Wahrheitsfindungsprozessen Dissens bis zum Schluss bestehen kann. Und das kommt ja vor, selbst unter katholischen Philosophen. Ich weiß nicht, wenn ich durch unser Philosophieinstitut von Tür zu Tür gebe und immer die gleiche Frage stelle, ob ich da wirklich immer auch dieselbe Antwort auf diese gleiche Frage bekomme. Aber im Unterschied zu Philosophen sind Organisationen gezwungen, oft unter zeitlicher Begrenzung und bei bleibendem Dissens bindende Entscheidungen herbeizuführen. Theologisch war es immer wichtig, dass auch die Mehrheitsregel auf Konsens beruht, wenn auch eben nicht mehr auf umfassenden Konsens. Dabei half, dass die mittelalterlichen Dekretisten auf einen Satz des alten römischen Rechts zurückgreifen konnten, dass nämlich die Entscheidung einer Mehrheit dem gesamten Entscheidungskörper dann zugerechnet zuzuschreiben werden kann. Die Mehrheitsregel wurde jedoch in der mittelalterlichen Kirche nur in einer spezifischen Kombination mit einem weiteren Prinzip fest verankert. Das ist ein sehr spannendes Prinzip, das wiederum aber aufs Engste mit dem Wahrheitsanspruch kirchlicher Entscheidungsfindungsverfahren zusammenhängt, nämlich das Prinzip der sogenannten Senioritas. Demgemäß neben das pure Stimmen zählen, das Stimmen wägen tritt. Die Idee kommt von der alten spätantiken Benediktregel her. In der Kirche durfte nicht allein die rechnerische Mehrheit über die Wahrheit entscheiden, vielmehr musste sich der größere Teil gleichzeitig auch als der Gesündere, der Seniore, der qualitativ Bessere, das heißt durchaus auch mit den besseren Argumenten Ausgestattete, erweisen. Quantität wurde mit Qualität verbunden. Und im Grundsatz ist das eigentlich ziemlich einleuchtend. Man stellt sich mal einmal vor, eine Gruppe zusammengesetzt aus Medizinern und sagen wir Kirchenhistorikern müsste darüber entscheiden, ob eine lebensentscheidende Operation durchgeführt würde. Wir allen würden wahrscheinlich hoffen, dass der Mehrheitsbeschluss eher durch die Voten der Mediziner zustande kommt, als durch die Voten der Kirchenhistoriker. Aber das gilt natürlich nur in dem speziellen Fall, sonst haben Kirchenhistoriker immer eher recht. In der mittelalterlichen Entscheidungspraxis jedoch war das Senioritätsprinzip nicht immer so leicht anzuwenden. In der Regel wurde einfach stillschweigend vorausgesetzt, dass die Senioritas bei der Majoritas liegt. Im Einzelfall hatte die unterlegene Minderheit aber die Möglichkeit, genau diese Identität zu bezweifeln und Rekurs einzulegen bei der nächsthöheren hierarchischen Instanz, die dann, nicht zu deren Nachteil, den Schiedsrichter spielen durfte. Ausgeklügelte Kriterienkataloge wurden entwickelt, um auch die Seniorität auf Seiten der Wähler irgendwie quantifizieren zu können. Auctoritas, Celus, also innere Intention, oder Merita, Verdienste, wurden bei den Wählern gemessen und zusammengezählt. Aber heftige Streitigkeiten waren trotzdem notorisch, sodass dieses Verfahren das Mittelalter auch nicht überlebte. Wie häufig unterlegene Minderheiten tatsächlich zugestanden, dass die Wahrheit bei der Mehrheit liegt, das ist schwer zu bestimmen. Im Regelfall dürfte die Minor Pars eine Mehrheitsentscheidung eher deswegen anerkannt haben, weil das Verfahren nach wertorientierten Regeln verlief und weil ein jenseits der Einzelentscheidung bestehender Grundkonsens im Entscheidungskollektiv so etwas wie eine Gruppenkohäsion gegeben war.
Wo die Kohäsion einer Gruppe hoch war, groß war, da konnte dann das Quorum bei Mehrheitsentscheidungen auch durchaus abgesenkt werden. Ignatius hat für die Wahl des Generals nur noch eine einfache Mehrheit gefordert. Aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil eben Jesuiten ohnehin immer eine Seele sind und Menschen, die sozusagen Mitbrüder, die eine andere Auffassung haben, denen zugetraut wird, die meinen es schon gut, dann kann man vom eigenen ablassen. Ein weiteres Schlagriff auf eine kurze dritte Entscheidungskultur, die sich an der Wende zur Neuzeit herausbildete. Gleichheit und Freiheit der Stimmen waren bei der mittelalterlichen Praxis der Mehrheitsentscheidung nicht gewährleistet, ja nicht einmal angestrebt. Das Senioritas-Prinzip beruhte ja geradezu darauf, dass manchen Stimmen größeres Gewicht beigemessen wird. Und auch die Freiheit des Einzelnen war im seltensten Fall gegeben, weil man insbesondere bei Wahlen eingebunden war in relativ stabile Klientelverbände, in Netzwerke gegenseitiger Loyalität, denen gewöhnlich ein Fraktionsführer vorstand. Man wählte nicht ut singulis, sondern ut factionibus, eben in der Fraktion. Damit Ausnahme einiger Ordensgemeinschaften im Mittelalter die Voten nie geheim erhoben wurden, konnte jedermann sehen, wer bei einer Abstimmung aus dem Netz der Loyalitäten ausschied. Aber auch eine solche Praxis war durchaus wertegeleitet. Die ehrliche und wahrhaftige Kollektiventscheidung kam nach Auffassung der Zeitgenossen dort zustande, wo die Beteiligten ihre Meinung öffentlich kundtaten und zu dieser Meinung auch im Moment des Abstimmens vor aller Augen standen. Allerdings mit Beginn der Neuzeit vollzog sich hier ein fundamentaler Paradigmenwandel, bei dem die kirchlichen Verfahren, man höre und staune, durchaus eine demokratische Vorreiterrolle spielten. Nach jahrzehntelangen Widerständen wurde mit der Konklavereform Gregors des 15. von 1621 die geheime Skrutinalwahl eingeführt. Eine ausgeklügelte Verfahrenstechnik gewährleistete die definitive Geheimhaltung der Stimmen. Die symbolische Inszenierung des Verfahrens sollte die Werte hinter dieser Geheimhaltungstechnik zum Ausdruck bringen und die Wähler dementsprechend disponieren. Ziel war eine radikale Entflechtung, Individualisierung und Egalisierung der einzelnen Glieder des Wahlkollegiums. Die Befreiung aus den Netzwerken sollte eine Introspektion der Entscheidenden ermöglichen. Zwar konnte nach wie vor ein öffentlicher Austausch über mögliche Kandidaten stattfinden, danach jedoch hatte jeder Kardinal die vorgebrachten Argumente für sich im Geheimen zu bedenken. Die ehrliche und wahrhaftige Entscheidung wird jetzt im Inneren des einzelnen Wählers geboren. Der Stellvertreter Christi auf Erden soll fortan aus einer Summe von mindestens 2/3 identischer Gewissensentscheidungen hervorgehen. Bis zum heutigen Tag wird jeder Kardinal im Konklave bei jeder Abstimmung vor Michelangelos jüngstes Gericht in der Sixtinischen Kapelle dirigiert, wo er im Angesicht des eschatologischen Weltenrichters einen Eid ablegt, mit dem er sich selbst verflucht, falls er seine Entscheidung nach anderen Kriterien als den des Willen Gottes gefällt hat. Und Idee und Wortlaut dieses Eides aus der Papstwahl stammen aus den ignatianischen Satzungen zur Wahl des Jesuitengenerals. Ob nach Einführung der geheimen Skrutinalwahl die Päpste besser geworden sind, ob also die Verfahrensergebnisse nach der Reform richtiger und wahrer wurden, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber dass eine im Konklave unterlegene Minderheit sich an das Verfahrensergebnis nicht gebunden fühlte, einen weiteren Papst wählte und eine zweite Papstkirche gründete. Das ist mit Anwendung dieser Verfahrenskultur, die ja sehr unseren heutigen Vorstellungen von Demokratie entspricht, nicht mehr vorgekommen. Nun, mein letztes Beispiel. Dafür möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die mittelalterliche Praxis der Mehrheitsentscheidung auch in Kombination mit dem Senioritätsprinzip ein Verfahren war, bei dem der Beschluss in aller Regel innerhalb des Kollektivs verbindlich herbeigeführt wurde.
Nur wenn die Minderheit begründen konnte, dass es sich bei der Mehrheit um eine Räuberbande handelt, war ein Rekurs auf die höhere Ebene möglich, etwa bei strittigen Bischofswahlen der Einbezug des Papstes. Diese Möglichkeit zum Rekurs auf die höhere Ebene im Fall eines unvernünftigen Gebrauchs der Mehrheitsregel wird im Laufe der Neuzeit nun aber sukzessive fest institutionalisiert und in eine notwendige Bedingung für die Gültigkeit einer kollektiv getroffenen Entscheidung transformiert. Ja, mehr noch, die kirchlichen Kollegialorgane werden immer mehr zu reinen Beratungsgremien degradiert, die im besten Fall vorläufige Entscheidungsgrundlagen vorbereiten können. Die Entscheidung selbst trifft in völliger Ungebundenheit der päpstliche Souverän. Das gilt auch für die, wie der Name schon sagt, nach dem Zweiten Vatikanum neu geschaffenen Räte. Kardinalskollegien, Konzilien, Bischofssynoden beraten letztlich den entscheidenden Papst, Priester und Laienräte die entscheidenden Bischöfe, schließlich Pfarrgemeinderäte den entscheidenden Pfarrer. In bestimmten Bereichen, wie etwa der Bischofsbestellung, ist die Beteiligung nicht-römischer kollektiver Instanzen in der Moderne vollends ganz zur Farce verkommen. Diese strukturelle Zentralisierung hat auch eine wahrheitstheoretische Seite. Es entsteht eine spezifisch neuzeitliche Entscheidungskultur in der Kirche, die den Anspruch auf Wahrheit verfahrensmäßig dadurch einzulösen versucht, indem sie den mehrheitlich im kollektiv gewonnenen Konsens in gewissen Bereichen zwar noch vorsieht, ihn aber nur als vorläufige Entscheidung betrachtet. Er bedarf jetzt der qualitativen Prüfung durch den Monarchen, der ihn dann gegebenenfalls approbiert oder unter Bezugnahme auf das Kollektivergebnis oder aber auch nicht, überhaupt erst die eigentliche rechtskräftige Entscheidung trifft. Der Papst wird in der Moderne zum eigentlichen Truthmaker, zum Wahrmacher kirchlicher Entscheidung. Die konziliaren Konzilien des Spätmittelalters hätten es sich nicht gefallen lassen, dass die von ihnen beschlossenen Dekrete einer Approbation durch den Papst bedürften. Und auf dem Tridentinum hielt man die Frage, ob eine päpstliche Bestätigung notwendig oder nur wünschenswert sei, noch ganz bewusst im Wagen. Der Durchbruch fand dann auf dem Ersten Vatikanum statt. Hier wurden Konzilstexte nicht vom Konzil selbst, sondern von Pius IX. Ganz alleine verabschiedet. Diese Entscheidungskultur schlägt sich auch in der ursprünglich vorgesehenen Approbationsformel des Zweiten Vatikanums nieder. Artikel 49 der ersten Geschäftsordnung schreibt vor, dass der Generalsekretär dem Papst das Ergebnis der letzten Abstimmung ehrerbietig vorlegt mit den Worten: Heiliger Vater, die eben geprüften Dekrete und Normen haben allen Vätern ausnahmslos oder mit Ausnahme von gefallen. Daraufhin soll der Papst im Falle einer Billigung folgende Formel sprechen. Die eben verlesenen Dekrete und Bestimmungen haben den Vätern ausnahmslos oder mit Ausnahme von gefallen. Wir, und das heißt ich, der Papst, beschließen, erlassen und sanktionieren sie mit Zustimmung des Konzils so, wie sie verlesen wurden, mit Zustimmung. Diese Approbationsformel ist aber nie, kein einziges Mal auf den Zweiten Vatikanum zur Anwendung gekommen. Stattdessen hat Paul VI. Bereits den ersten Konzilstext, die Liturgiekonstitution, mit folgenden Worten, er hat eine neue Formel ausarbeiten lassen und mit folgenden Formeln verabschiedet. Ich zitiere: Was in dieser Konstitution im Gesamten und im Einzelnen ausgesprochen ist, hat die Zustimmung der Väter gefunden. Und wir, Kraft der von Christus uns übertragenen Vollmacht, apostolischen Vollmacht, billigen, beschließen und verordnen es zusammen mit den ehrwürdigen Vätern im Heiligen Geist und gebieten zur Ehre Gottes die Veröffentlichung dessen, was so durch das Konzil synodaliter erlassen worden ist. Die finale Entscheidung wird hier deutlich als ein gemeinsamer Akt des Hauptes und der Glieder im Bischofskollegium aufgefasst und ist keine nachträgliche, von außen kommende Billigung des Papstes mehr. Lediglich die Promulgatio, die Veröffentlichung, ist dann Sache des Papstes allein. Es ist das Ereignis des Zweiten Vatikanums selbst, dass sich diese Beschlusskraft eines Kollegialsorgans zurückerobert hat. Verfahrenstechnisch betrachtet
stellte dieses Konzil eine gigantische Abstimmungsmaschinerie ungekannter Ausmaße dar. In den 168 Vollversammlungen und 10 feierlichen Sessionen wurden die 2500 Konzilsväter insgesamt 538 Mal zu einer Abstimmung gebeten. Gewöhnlich wurden mehrere Dutzend Mal über einen Text, einzelne Abschnitte oder bestimmte Fragen abgestimmt. Dafür sind weit mehr als 1 Million Lochkarten gestanzt worden, die mit den modernsten Olivetti-Bull-Maschinen gelesen, sortiert und gezählt werden mussten. Dazu kommen abertausende Abstimmungen in Kommissionen, in den nationalen Bischofskonferenzen und Theologenzirkeln. So gesehen kann man das Zweite Vatikanum als eine einzige Zelebration des Abstimmens auffassen. Und zwar mit dem Ziel, die Minderheit immer wieder zum Beitritt zur Mehrheit zu bewegen und damit den aktuellen Konsens zu maximieren. Zwar genügte für die Annahme eines Dekrets die Zweidrittelmehrheit, faktisch jedoch ist kein Text des Zweiten Vatikanums mit weniger als 96% und meistens sogar mit über 99% verabschiedet worden. Bis zur vorletzten Gesamtabstimmung konnte man differenziert abstimmen mit placet, non placet oder placet juxta modum, also Zustimmung unter der Bedingung einer Textänderung. Bei den beiden Schlussabstimmungen war dann nur noch ein einfaches Ja oder Nein möglich. Zu diesem Zeitpunkt war die Phase des Konfliktaustragens und der Deliberation zu Ende. Wer in diesen letzten Abstimmungen der Mehrheit beitrat, und dadurch den Konsens mehrte, bezeugte mit diesem Schritt vermutlich weniger eine Übereinstimmung mit dem Verfahrensresultat, als vielmehr die Identifikation mit einer Verfahrensform, die auch der Minderheit ihr Recht, und zwar auf Mitgestaltung am Text, nicht verwehrte. Die berühmten Eingriffe Paulus VI. In den Verfahrensprozess haben der Minderheit signalisiert, dass die Abstimmungspraxis des Zweiten Vatikans keineswegs zu einer systematischen Überstimmung und Majorisierung führt. Bei der Ekklesiologie ist der Papst der Minderheit bekanntlich direkt textlich entgegengekommen mit der Nota Praevia. Als aber die Minderheit über Monate hinweg eine Abstimmung über das Schema zur Religionsfreiheit erfolgreich zu verhindern wusste, um die faktischen Mehrheitsverhältnisse nicht offenkundig werden zu lassen, und durch lautstarke Kritik den Widerstand gegen das Schema größer erscheinen zu lassen, als er tatsächlich war, da verlangte Paul VI. Gegen die Entscheidung der Zentralorgane, dass die Versammlung zur Abstimmung schreitet. Und dann wurde offenbar, wie breit die Zustimmung zur Religionsfreiheit doch faktisch ist. Das war die Wende auf dem Weg zur Erklärung. Paul VI. Hat also die Person des Papstes nicht nur in den finalen Moment konziliarer Beschlussfassung reintegriert, sondern seine konsensfördernde Rolle bereits innerhalb des Wahrheitsfindungsprozesses während des Konzils durch sein Handeln deutlich gemacht. Damit komme ich zu einem kurzen Schluss. Kirchliche Verfahren sind auf die Hervorbringung wahrer bzw. an Wahrheit orientierter Entscheidung ausgerichtet. Aber sie erschöpfen sich nicht in dieser Funktion, sondern tragen durch ihre technisch-symbolische Form selbst zur Akzeptanz und Legitimität des Verfahrensergebnisses bei und bringen zugleich die Ordnung der Kirche insgesamt zur Erscheinung. Die Kirchengeschichte hat die Aufgabe zu zeigen, dass die Verfahren zur Herstellung von Entscheidungen auch in der Kirche historisch höchst variabel sind. Wenn das aber gilt, dann müssen wir immer wieder neu darüber nachdenken, ob die heute in der Kirche angewandten Verfahrensformen förderlich sind, um breite Akzeptanz zu gewährleisten. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir auf Dauer daran festhalten können, dass die Kraft, verbindliche Entscheidungen zu treffen, ausschließlich an das hierarchische Amt gebunden ist. Neue und vergessene Formen der Partizipation müssten in Zukunft etabliert werden. Auf der anderen Seite sind viele historisch gewachsene Elemente auch in unserer gegenwärtigen Entscheidungskultur präsent. Konsens gilt nach wie vor als hohes Gut, aber unserem heutigen Empfinden nach muss ihm eine freie Deliberation vorausgehen und die Möglichkeit des Dissenses bis zum Schluss bestehen. Eine Kultur des Konsenses darf Kontroversen nicht ersticken.
Allerdings ist eine solche Kultur des errungenen Konsenses nur zu praktizieren, wenn Minderheiten und Mehrheiten gleichermaßen bereit sind, einen tiefer liegenden Grundkonsens über den unter den strittigen Fragen vorauszusetzen und diesen immer wieder zu suchen. Und genau das ist auf dem Zweiten Vatikanum geschehen. Allerdings scheint die Schere inzwischen doch auseinandergegangen zu sein. Es liegt nahe, jedenfalls bei den Reformfreudigen unter uns, im Blick auf die Synode 2015 vom gegenwärtigen Papst ein Machtwort zu erhoffen, das die Minderheit doch in die Knie zwingt. Aber ein solcher Akt wäre ein Rückfall mit strukturellen Konsequenzen, die vielleicht schon beim nächsten Papst bitter bereut werden müssten, denn Entscheidungspraktiken konstituieren Ordnungen. Stattdessen wird Papst Franziskus gut daran tun, seine Aufgabe primär darin zu sehen, die kontroverse Debatte weiter am Leben zu halten, die Väter auf der Suche nach einem Grundkonsens anzufeuern und die Entscheidungskraft kollegialer Organe in der Kirche ernst zu nehmen und weiter zu stärken. Kaum auszudenken, dass eine solche Entscheidungskultur in der Kirche vielleicht sogar unseren angefochtenen Demokratien ein Vorbild sein könnte. Vielen Dank für Ihre Geduld.